Er könnte zu Fuß gehen, aber natürlich fährt Marvin lieber. Auf dem Moped wirkt er auch überzeugender als Einweiser einer Fahrzeugschau. Marvin ist im Westen Deutschlands aufgewachsen, mit Motorrollern aus Italien und Fernost. Sein Cousin aus Frankfurt Oder mit einer Simson S50, die durfte Marvin mal fahren, als er 15 war. Und das war so ein geiles Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, wenn du alt genug bist, dann holst du dir so eine und dann kannst du losgehen. Da habe ich mich sofort verliebt, das war echt wie ein Traum, das war super gewesen. Im Gegensatz zu den Rollern aus dem Westmal, die dürfen ja alle nur 45 fahren, dürfen die laut dem Einigungsvertrag 60 fahren. Und 60 ist ja wirklich nicht schnell, aber wenn du auf diesem Ding sitzt und der Wind flattert dir ins Gesicht bei dieser Geschwindigkeit, das ist einfach der Wahnsinn. Die Spritztour von damals vergisst Marvin nicht. Auch nicht den Wunsch, selbst so eine Simson zu besitzen. Doch erst 10 Jahre später, als er für seine Ausbildung nach Schwerin zieht, kann er sich diesen Traum erfüllen. Seine Begeisterung ist so groß, dass er sich Freunde sucht, die genauso vernarrt sind in diese Mopeds wie er. Und da habe ich gesagt, komm, dann suchst du dir doch einen Verein, guckst mal, ob in Schwerin sowas gibt. Und ja, dann habe ich im Internet geguckt und es gab den IFA-Verein Mecklenburg-Vorpommern. Und dann bin ich zum ersten Stammtischtreffen hingekommen und ich wurde gleich sofort aufgenommen. Das war schon, war ein cooles Gefühl. Der IFA-Verein ist von Beginn an offen, lässt bei seinen Treffen nicht nur Ostfahrzeuge zu, auch Oldtimer aus dem Westen. Also wir sind da ja vollkommen markenoffen. Wichtig war es uns, dass wir hier Gleichgesinnte zusammenführen, dass man sich auch austauschen kann. Es gibt ja viele Parallelen, sowohl hier im Osten als auch im Westen. Also da gibt es überhaupt gar keinen Abstrich. Marvin ist erst ein Jahr im Verein, aber schon eine Art Botschafter. Auch Freunde aus seiner alten Heimat hat er mit seiner Begeisterung für das Ostmoped angesteckt. Als ich dann das erste Mal auf einer Simson saß, war das Fahrgefühl ganz anders. Also man fühlt sich irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es viel schöner. Es war freier. Man hat schon in den Augen das Glitzern gesehen und hat schon längst abgeschlossen, die will ich haben, die will ich kaufen. Und ja, dann haben wir sie im Kombi einfach eingeladen, quer reingestellt und wieder zurück nach Schwerin. Jeden Tag ist Marvin mit seinem Moped unterwegs. Zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Spaß. Ein Gefährt für jede Gelegenheit. Praktisch, sparsam, pflegeleicht. Es sieht ja aus wie ein kleines Motorrad. Man kann schalten. Es ist nicht dieses langweilige Automatikgetriebe, sondern man hat hier wirklich ein Getriebe, womit man schalten kann. Und man kann ja auch einfach alles selber machen. Das ist ja auch noch so. Ich kann jetzt sofort hier, ich mache jetzt die Zündkerze, ich tausche das Zündkabel aus, kann das hier vor Ort machen. Und läuft wieder. Und das innerhalb von 5 Minuten.